Der liebe Gott muss ein Frühaufsteher sein. Das bin ich, Nikolas. Und ich bin spät dran. Ich bin für 7 Tage ins Kloster eingezogen. Ganz freiwillig. Ich wollte wissen, warum sich Männer entscheiden, nur für Gott zu leben. Und davon handelt dieser Film. Um kurz nach 5 Uhr morgens wird gebetet und gesungen. Jeden Morgen. Und dann nochmal um 6.15 Uhr, um 12 Uhr, um 18 Uhr und um 19.30 Uhr. Dazwischen wird gearbeitet. Mein Zuhause für die Woche. Überschaubar. Vielleicht auch, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also, ich zeig's einmal. Okay. Und dann kannst du. Das ist Bruder Thaddäus. Der ist für das Gemüse zuständig. Also, das Schöne ist ja, dass die in einer Reihe ausgesät sind. Das vereinfacht das Ganze. Man sieht eigentlich auch, die Köpfe schauen eigentlich schon raus. Mhm. Und die haben jetzt alle so eine Größe, dass man sie auch gut ernten kann. Also, das heißt, jetzt ist es ein bisschen feucht, jetzt geht's auch besser. Einfach mit dem Fuß reindrücken, sodass es so mindestens zur Hälfte drin ist. Dann so leicht lockern. Und dann, genau, dann siehst du schon, dann lassen sie sich eigentlich sehr gut auch rausziehen. Genau. Mhm. Na? Recht gut. Ja, doch. Willst du schon mal probieren? Oder? Kann ich probieren, ja. Okay. Ich traue mir das zu. Okay, gut. Genau. Mhm. Da musst du fast noch mal. Bisschen tiefer? Ja, genau. Oh, das ist eine kleine. Das ist eine kleine, habe ich gehört. Okay, da muss man tiefer rein. Ja, genau, noch ein bisschen. Ja, das sieht schon anders aus. Das ist jetzt eine schöne, ja. Das ist jetzt ein Prachtexemplar sogar. Bruder Thaddäus ist Novize, also in der Probezeit. Ich bin ja jetzt, gehe ins 6. Jahr, dass ich jetzt hier bin. Es hat schon was Heilsames auch. Und das. Das kommt erst so nach einer gewissen Zeit, aber es tut gut, so eine Struktur zu haben, die Ruhe auch und so auf die Sachen sich besinnen zu können, die man auch für wichtig, also gerade auch so die Gottesbeziehung, das bleibt ja im Stress des Alltags draußen eigentlich oftmals sehr auf der Strecke und hier ist, glaube ich, der Rahmen, wo man das auch eher leben kann. Natürlich muss man hier auch arbeiten, wie draußen auch, aber ja, die Struktur macht es einem einfacher. Ah,
Das Mönchsleben habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber so ein Kloster ist wie ein riesengroßer Familienbetrieb. Druckerei, Schreinerei, Metzgerei, alles da. Und eben viel Gemüse. Selbst pure geerntet. Natur. Gut. War noch ein bisschen sandig. Aber sonst sehr gut. Ja, da weiß man, woher es kommt. Genau. So ein Klostertag ist durchgeplant. Jede Stunde. Vielleicht auch, damit es keine Zeit fürs Zweifeln gibt. Die meisten Brüder beten noch oder schon, nur der Küchendienst ist entschuldigt. Das gemeinsame Essen ist wie ein Gottesdienst. Niemand darf sprechen, nur einer. Und der liest wahlweise etwas aus der Bibel vor oder erzählt eine Geschichte. Der Rest schweigt. Ich kann nicht anders, aber mir geht die ganze Zeit der Film Der Name der Rose durch den Kopf. Ich lebe im 21. Jahrhundert und fühle mich wie im Mittelalter. Wer zum Beispiel etwas Milch trinken möchte, muss auf ein Stückchen Papier zeigen. Da steht Milch drauf. Schweigen kann ganz schön anstrengend sein. Für die meisten Dinge gibt es im Kloster Regeln. Und damit sich jeder daran hält, gibt es einen Chef. Das ist der Abt. Michael heißt er. Also mit der Schwarzerische ist seit dem 8. Jahrhundert hier ein Kloster. Und die Äbte sind hier am Kreuzgang überall aufgehängt.
meine Vorfahren aus meistens ab 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Da hängen die Bilder der Äbte, das ist so üblich, dass die dann gemalt werden vor der Nacht und Tod. Und Sie werden dann auch mal gemalt werden? Naja, mal schauen. Ja, gut, das ist so Tradition. Mein Vorgänger hat sich noch nicht gemalen lassen, ja, aber der muss sich auch irgendwann malen lassen. Ja. Kann man eigentlich noch was Größeres werden als Abt? Der Papst kann man werden. Also man tritt ja nicht ins Kloster ein, um Abt zu werden. Das ist ja, ich bin eingetreten, um Mönch zu werden. Und ein Abt ist auch immer noch dazu da, Mönch zu werden. Das Kreuz nach der Abtswahl, ich wurde ja von der ganzen Gemeinschaft gewählt, bekomme ich dieses Kreuz als Zeichen, dass ich der Abt bin. Und der Abt geht voraus, das sehen Sie ja in der Kirche. Der Abt geht voraus, gibt die Zeichen, setzt am bestimmten Platz und so. Und das Kreuz ist das Zeichen für den Abt. Sind Sie stolz, Abt zu sein? Stolz ist das falsche Wort, aber ich freue mich, Abt zu sein. Wieder Schweigen. Radio gibt's nicht. Das Handy habe ich an der Klostermauer abgegeben. Was bleibt, bin ich. Es soll ja Menschen geben, die schweigen über Jahre. Ich stelle mir das wahnsinnig langweilig vor und anstrengend. Ob das einsame Menschen sind? Liebe deine Geschichte, es ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist. Ja, ist doch ganz gut. Wenn man mal 2 Stunden nur aus dem Fenster geguckt hat, zählt jede Abwechslung. Selbst schön Schrift schreiben mit Bruder Alois. Der Alois ist Malermeister und malt ganze Häuser an. Am liebsten aber malt er kleine Dinge und ist glücklich damit. Ich traue mich jetzt gar nicht selbst anzufangen. Ja, das glaube ich schon. Es ist einfach. Probier einfach mal jetzt so, das mir nachzuschreiben, ne, so wie ich das gemacht habe. Es ist natürlich so, dass man immer in einem gewissen Winkel die Feder halten muss. Das hast du sicher gemerkt. Und nicht irgendwie dann verschieben, sondern immer den Winkel gleich führen. Jetzt gehst du so hin und fängst du praktisch hier an zu schreiben. Ne? Probier mal, das L zu schreiben. Aber ist ausgetrocknet. Nee, das musst du besser drauf drücken. Das ist nur am Anfang so jetzt. Ja? Oh. Merkst du was? Ich habe mich nicht richtig konzentriert. Ich habe einen Schreibfehler gemacht. Genau. Okay, nochmal. Also das E, ja? Kommt erst. Ne? Also nochmal. Zu Ende wie beim L. Ja, gut. Und jetzt noch das Häkchen. Gut, ja? Passt? Boah, das ist echt Konzentrationssache. Ja. Das ist Meditation. Oh, das ist ja so. Ja. Und jetzt das B, das Kreis noch drauf, ja. Ja, von Anfang an so übel. Boah, finde ich auch. Ich fühle mich wie in der ersten Klasse. Ja. Liebe deine Geschichte. Eigentlich ein schöner Satz. Es gibt so viele schöne Sätze. Also ich habe, also alles, was ich geschrieben habe, ist schön. Zum Beispiel hier diesen Satz hier. Gerade mit dem Liebe deine Geschichte. Es ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist. Das ist ein Geschenk an meine Patentante. Das hat sie als Einladungskarte zu ihrem 70. Geburtstag verschickt. Ich habe das dann ihr geschrieben. Ja, und das war ein wunderbares Geschenk für sie. Und das hat mir auch
einfach auch motiviert, weil der Satz wirklich so aussagekräftig ist, ja, dass ich das auch dann so geschrieben habe für sie. Auch Mönche haben manchmal frei. Am Wochenende. So. Bei mir bleibt das immer so hängen. Ich nehme mal ein bisschen weniger. Ja. Bruder Thaddäus hat sich ein paar Schafe zugelegt. Um die kümmert er sich. Jedem Schaf hat er in seiner kleinen Herde einen exotischen Namen gegeben. Es sind zwar jetzt nicht viel und es ist schon auch Hobby, aber es ist nicht so, dass wir uns nur dann an den Tieren in der Natur erfreuen, sondern da gibt es dann auch, also die werden teilweise auch geschlachtet und die gibt es dann eben auch zum Mittagessen. Genau, das ist jetzt zum Beispiel Bahati, das Glück. Bahati? Bahati, ja. Darf man Bahati streichen? Ja. Das ist ein Schaf, das wir jetzt eigentlich am längsten haben. Hast du einen Liebling? Oh, da gehört sie schon dazu, aber es ist einfach, sie ist schon ein Altschaf, hat schon sehr viele Lämmer auch bekommen. Und wie gesagt, Zeit, da wächst ja natürlich auch einiges. Und sie ist ein sehr angenehmes und sehr ruhiges Schaf. Und immer interessiert. Vor 6 Jahren hat Bruder Thaddäus sich entschlossen, das Glück im Kloster zu suchen. Seinen Eltern hat das überhaupt nicht geschmeckt. Ja, es war schon so, dass meine Mutter, es war ein dritter Advent beim Kaffee trinken, und ja, meine Mutter war so geschockt, dass sie jetzt hier so fast weinend aus dem Wohnzimmer herausgerannt ist. Mein Vater war im Grunde eigentlich nur geschockt auf dem Sofa gesessen. Und ich saß auch irgendwie belämmert daneben. Weil die Schwierigkeit ist ja auch, es ist meine Entscheidung. Das heißt, ich weiß es und ich habe auch verinnerlicht, warum ich den Weg gehen will. Meine Eltern haben es nicht mitbekommen oder meine Familie hat es nicht mitbekommen, Freunde haben es nicht mitbekommen und die können die Entscheidung ja auch nicht beeinflussen. Das heißt, sie haben nicht aktiv die Entscheidung mit, sind nicht mitgegangen, sondern sie müssen jetzt reagieren. Und das praktisch spontan. Und bei mir war es ja doch ein Prozess. Und dementsprechend war es eben auch schwierig. Spätestens nach dem 4. Tag ist mir klar, dass es einen großen Unterschied macht, ob man 7 Tage oder ein ganzes Leben hinter den Klostermauern verbringt. Die Entscheidung für das Kloster ist eine Lebensentscheidung. Wo gibt es das heute noch?
Auch wenn es Regeln gibt, an denen man sich festhalten kann oder für jedes und alles einen Bibelspruch. Wohin aber mit der Freude, Wut, Ärger? Wohin mit dem Spaß? Wohin mit der ganzen Energie? Wohin mit dem Zweifel? Alles nur in Richtung Gott? Tag 5. Das Leben im Kloster wird zur Routine. 4.30 Uhr aufstehen, 5.05 Uhr die ersten Psalme singen, 12.20 Uhr Mittagessen, 8 Stunden arbeiten auf dem Feld und ab 20 Uhr muss ich wie alle strikt schweigen. Viel Kraft zum Reden ist da ohnehin nicht mehr. Mönche sind hart im Nehmen, denke ich. Beten, schweigen und dann wieder Gemüse. Man erntet, was man sät. Ob hier auch mal jemand verschläft oder blau macht? Kann man beim Glauben eigentlich schwänzen? Aber hier sieht man es auch noch mal ganz gut. Ja. Das ist zwar jetzt eine sehr helle, aber... Und die ist auch an der Grenze hier. So. Die ist an der Grenze, aber die würde ich fast auch eigentlich schon nehmen. Also ich nehme mal tja, das Leben ist kein Ponyhof. Auch nicht im Kloster. Da ist noch eine schöne Route. Es ist schon so, dass ich meine Interessen auch bekunden kann, aber ich bringe es immer mit dem blöden Beispiel, wenn jetzt, sollte jetzt ein Barkeeper hier mal eintreten, dann muss er einfach damit rechnen, dass er als Barkeeper, auch wenn er das gerne möchte, einfach hier nicht arbeiten kann, weil es einfach, ja, die Struktur, sage ich mal, nicht unbedingt so förderlich ist. Also es ist immer so, wenn man nach dem Noviziat dann überlegt, wie kann ich mich eben einbringen, findet eben ein Gespräch mit dem Abt auch findet das statt und dann kann man sich schon mal überlegen, was würde ich mir wünschen. Er hört sich das dann auch an und dann wird zusammen auch geredet, was ist auch realistisch. Mönche leben für die Gemeinschaft, gut und schön. Am Ende bestimmen aber doch andere über den Weg. Wohin geht eigentlich dieser Weg? Hier, nie da. Alles erreichbar. Ne? Genau. Na, wenn nicht, müssen wir uns doch später noch so ein Leiterchen holen. Ups. Genau. Bin ich daneben gegangen. So. Wir müssen eh, und immer so, dass es auch stapelbar noch ist. Ah ja, okay. Das heißt, wir können eh wahrscheinlich noch ein paar von der einen Kiste wieder in die andere. So schaut das schon gut aus. Genau. Meine erste Kiste. Ja, super. Am Nachmittag bekomme ich eine Lektion vom Novizenmeister. Im Schweigen. Also Klappe halten und sich gegenüber sitzen. Lächerlich, denke ich. Aber nach nur 5 Minuten habe ich eine leise Ahnung davon, was es mit dem Wort Ewigkeit auf sich hat. Wie geht's Ihnen nach 3-4 Tagen hier im Kloster? Ich komme so langsam zur Ruhe. Ich glaube sogar, ich habe mich so an den Tagesrhythmus gewöhnt. Das ist 5-mal beten in der Kirche und 4.30 Uhr aufstehen. Mhm. Ja. Es geht. Es geht.
Gut. Jetzt bin ich schon eine ganze Weile hier und etwas beschäftigt mich eigentlich schon seit dem ersten Tag. Sind Mönche verliebt? Bestimmt auch, ja. Ich hoffe es ja auch immer wieder mal. In Gott oder auch in andere? In Gott, manchmal auch in den Mitmenschen. Also es ist bestimmt gut, auch sich mal eine Frau zu verlieben und so. Klar, was ich dann daraus mache, ob ich jetzt wirklich den Kontakt mit der Frau suche, das ist dann wieder was anderes. Ja. Aber einerseits den Blick dafür zu haben und auf der anderen Seite empfänglich zu sein, so in meiner eigenen, ja, emotionalen Verfasstheit, also was das Innere eigentlich dann auch nochmal anrühren will, weiten will. Waren Sie schon mal verliebt in eine Frau? Ja, doch. Also bestimmt 2-3 Mal, also wo das intensiver war, ja. Und nichts passiert sonst? Also passiert sonst in der Hinsicht, dass ich schon gemerkt habe, also es packt mich und es spricht mich ganz stark an und es steigt da sowas wie ein Feuer auf, aber auch deutlich zu merken, ich gehöre hierher. Ja. Ach, das war während der Klosterzeit? Das war während auch der Klosterzeit, ja. Ja. Mönche sind wohl auch nur Menschen. Sind auch Menschen und sollen auch Menschen sein. Ja. Zweifel. 7 Buchstaben, die mich seit dem ersten Tag begleiten. Das kann doch den Mönchen nicht anders gehen. Sehr idyllisch, ja. Wir Mönche, das ist ein Weg, Heilige Schrift konkret zu leben. Ich glaube, dass es für mich der ideale Weg ist. Das müssen Sie nicht auch so leben wie wir. Ja? Sie haben es jetzt versucht in dieser Woche. Ja? Sie haben sich darauf eingelassen und kommen vielleicht zum Schluss, naja, zum Mönch werden ist jetzt nicht meins. Und ich vertraue immer noch drauf, dass da, egal was sie tun, dass der liebe Gott seine schützende Hand über sie hält. Eines habe ich begriffen. Mönche sind keine unnahbaren Heiligen. Ist ja auch klar, die gibt es nämlich gar nicht. So seltsam es auch im Kloster war in diesen 7 Tagen. Ich würde wiederkommen. Nicht für immer. Ab und zu mal. Zweifellos.